dem Gott, dass dieses Wohlgefallen, das auch auf Jesus herabgekommen ist, auch auf uns herabkommt, wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, dass der Geist auf uns herabkommt, den wir angerufen haben, das ganze Wohlgefallen auch auf uns liegt und wir für die ganze Welt jetzt beten, ganz besonders für die sterbenden Todsünder, dass wir für die beten, die im Besonderen der Barmherzigkeit am meisten bedürfen, in erster Linie auch für den Heiligen Vater, für die Kardinäle, Bischöfe, Priester, Ordensleute, Diakonen, für alle, die berufen sind, in besonderer Weise, dass sie den Ruf Gottes hören und dass sie das Geschenk bekommen, dass Gott sie auch ruft, so dass sie es hören. Dass das, was Gott von Ewigkeit in sie hineingelegt hat, dass sie das erfahren dürfen und Gott sie ins tiefste Herz hineinruft, ihm nachzufolgen. Ganz, ganz wichtig, dass wir immer auch für die Berufenen beten. Und in allen Anliegen, die Maria hat, in besonderer Weise, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes, dem Segen Gottes für das neue Jahr anempfehlen. Was kann sich Gott erlauben, der so kreativ ist, oder? Der Schöne ist, der alles wunderbar macht, einzigartig, genauso wie die Schneeflocke bist auch du einzigartig. Es gibt dich nicht einmal mehr. Und jede Seele ist einzeln zu betrachten, genauso wie jede Schneeflocke unter Mikroskop einzeln zu betrachten wäre, wie schön das ist, wie Gott sie gestaltet hat. Sie kommen genauso runter, wie er sie. Genauso sind wir auch hier mit unserer Seele, weil Gott einen Plan hat mit uns. So wertvoll bist du in deiner einzigartigen Seele, die nicht natürlich mit einer Schneeflocke zu vergleichen ist, wenn wir uns sehen würden, wie schön, dass wir sind, weil wir abbildlich zu Gott erschaffen sind. Das ist etwas Großartiges, versteht ihr? Das muss uns und will uns auch Maria lehren, die Mutter Jesu, die die Schönste ist. Die Schönste. Die Tota Pulchra, die ganz Schöne. In ihr ist nur Schönheit. Die zweite Schönheit nach Gott. Die unerschaffene Schönheit ist Gott. Und die erschaffene Schönheit ist Maria. Ganz, ganz wichtig, ganz tief. Die erschaffene Schönheit. In ihr ist alles Gnade. Alles, was Gott erschaffen konnte in seiner ganzen Fülle, hat ein Sie, man könnte es so ein bisschen in Anführungsstrichen reingepackt, voll gemacht, schön gemacht. Und das dürfen wir jetzt wirklich so in der Weise betrachten. Aber vergesse nicht, dass er es auch mit dir vorhat. Er will dich genauso schön machen. Er will dich auch ausstatten in einer ganzen Seele mit dieser Schönheit der Gnade. Kommt er ja nicht irgendwo so vor, dass du unwürdig zu dem bist. Nein, du bist es. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen und hat all das mit Maria zusammen erkauft, um dich schön zu machen. Wisst ihr, wie es heißt im Evangelium oder bei Paulus? Er hat seine Braut, die Kirche, das ist, bist du in deiner Seele, vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Runzeln, Fehler, makellos. Schön, soll sie sein. Für das ist er ans Kreuz gegangen. Nehmen wir diese Schönheit an. Kommt er nicht zu schade dazu vor, diese Schönheit bei dir anzunehmen, diese ganz tiefe Schönheit Gottes, die in dich einzieht, weil er das Schöne einzieht. Und der Liebevolle und der Barmherzige, der Gütige, das Licht, das Jesuskind, das da in der Krippe liegt, das zieht ein. Schön. Er will uns schön machen. Ich lasse mich gerne schön machen, oder? Hey, sonst gehen alle da, die schönen Frauen, in Schönheitssalons und wollen sich schön machen. Wir gehen zum Liebevollen, der macht uns innerlich schön. Versteht ihr? Kein Duty-Free oder sonst irgendwas oder ein was weiß ich, irgendwas, wo du deine Schönheit unten drunter ist doch der alte Mensch. Innen drin wird man sehen, äußerlich vielleicht wunderbar schön, innerlich ist wie ein Krebsgeschwür voller Sünden. Das will Gott nicht, sondern Gott will die innere Schönheit, die nach außen strahlt. Die
innere Schönheit, weil er selbst in dir wohnt. Das ist es. Seht ihr? Und das ist, was letztlich der Vater auf Jesus herabkommen lässt. Dieses Wohlgefallen liegt auf ihm, auf dem Herrn. Hat der Vater gesagt. Jetzt ist er genauso da, siehst du? Da in der Monstranz. Der gleiche Jesus, der in die Fluten des Jordan hinabgestiegen ist, ist da. Das kann man nie genug sagen, er ist da. Und er freut sich und sagt, Mensch, jetzt muss ich den Vater bitten, dass er auf euch herabkommt. Ja, wie es bei mir war. Das ist doch wunderbar. So beten wir jetzt für alle. Der ganzen Welt, wir schließen niemand aus, sondern alle. Auch in den anderen Religionen, das Rosenkranz gewesen, für alle. Die Mutter ist die Mutter von allen, weil Christus auch für alle gestorben ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.